So, da wären wir wieder bei Tales of Eternia und das heißt nun endlich Richtung Finale. Ja. Wir haben eigentlich so alles, ziemlich alles gemacht, was ich noch machen wollte und damit auch einen Großteil dessen gemacht, was sinnvoll in diesem Spiel zu tun ist. Von irgendwelchen Koch- und Schifffahrts-Challenge mal abgesehen. So, hier bin ich absolut falsch. Goddammit. Ich muss ja wieder hoch, ne? Ganz hoch. Ja, halt, deswegen fahren wir auch nicht so rum und machen den dummen alten Fehler, sondern wir fahren so rum. Gut. Dann fahren wir das dann wieder hin. Ich habe im Vorfeld noch überlegt, ob ich da hinfahren soll und dann erst die Folge starten soll. Hätte ich machen sollen. Aber jetzt habe ich auch keine Lust mehr, das umzuschalten. Nicht, dass es viel Arbeit wäre, aber hey. Könnt ihr mir vielleicht schon mal erzählen, was ihr so vom Spiel gehalten habt? Würde mich interessieren. Eure Meinung zum Titel. Zu den Charakteren. Irgendwo auch zur Story, zur Welt, zum generellen Gameplay. Ich weiß, wir sind auch nicht ganz durch, da kommt noch ein bisschen was, aber ich glaube, man kann schon so ein ungefähres Fazit geben. Naja, da sind wir fast schon wieder da. So, Relay Point entern. So, dann gehen wir einmal nach Barrier Surface. Ich hatte ja gar kein letzter Teil also verbraucht, ne? Als ich da drinnen war. Ich kann mal über letzter Teil mal gucken, da weiß ich das ja im Grunde. Ich habe auch Purple Zertei. A Secret. Boost by the Chef muss das Secret Ingredient. Okay. Könnte für ein besonderes Gericht sein, was geheim ist oder so, oder vielleicht sogar ein Quest-Item für irgendeine Nebenquest, die ich eh nicht mehr machen werde. Aber Red Zertei haben wir endlos viel, weil ich sehe es gerade gar nicht, weil ich da blind bin. Da ist es ja 15 Mal direkt drunter. Wow. Absolut blind. Okay. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Ich habe ein bisschen Angst vor frustrierenden Kämpfen. Aber mal gucken. Ach komm. Ich fahr doch da durch. Dankeschön. So. Enter. Wir können jetzt ja straight durch die Tür laufen. Wir wissen ja, wo wir landen müssen. Zurück zu den Pillars. Gegen den Kampf jetzt mal nicht mit. Ich bin momentan mit meinem Level 60 eigentlich ganz zufrieden. Ich glaube nicht, dass ich noch so. Ich meine, klar, ein bisschen schreien werde ich wahrscheinlich noch. Ich vermute ja auch mal, dass wir mehr als einen Boss hier bekämpfen müssen, so wie immer in solchen Spielen. Und da werden wir noch das eine oder andere Level steigen. Aber ich glaube, allzu viel höher kommen wir nicht mehr. Ne, ich brauche es nicht hier zu campen. Ich finde es immer noch gut, dass man da campen darf. Wir fangen mal bei der linksten Säule an, ja. Die hätten mich alle einzeln. Okay. Dann schauen wir doch mal, dass wir das hinbekommen hier. Die wird im arabischen Gebiet anscheinend. Ja, jetzt ist es nicht mehr ganz so arabisch. Nur der gute Durchgang war arabisch. Alles klar. Ja, wahrscheinlich werden diese Plattformen automatisch rumfliegen, ja. Und wahrscheinlich, weil die Musik noch stressig ist und das ein Endgebiet ist, muss ich hier auch kämpfen. Was unheimlich nervig ist bei dem Rätsel. Aber das weiß ich natürlich noch nicht. Das sind jetzt nur haltlose Vermutungen meinerseits. Das war jetzt hier im Kreis fahren, ne? Nicht ganz so sinnvoll. Aha, aber eine Plattform zu benutzen bewegt auch mehrere Plattformen. Das ist natürlich schon sehr relevant. Müsste ich jetzt hier anders rumsteigen müssen, warte. Nee, nee. Nimm mal drauf. Nein, da geht's ja gar nicht hin. Da ist nämlich gar nichts. Damit. Ist das hier wichtig? Ja, ich habe hier einen Schalter durch umgelegt. Was das gebracht hat, weiß ich. Hier scheinen doch keine Kämpfe zu sein. Okay, dann nehme ich das zurück. Immerhin keine unnötigen Kämpfe. Nein, nein, nein. Ja, gut, das ist okay. Das ist nicht so schlimm. Hä? Hat er in der Mitte stehen? Muss ich mich verarschen? Das habe ich jetzt nicht erwartet. Das war nicht, was ich wollte. Absolut nicht. Auch
Mann. Oh, muss das jetzt wieder so ein dummes Rätsel sein? Keiner möchte solche Plattformrätsel jetzt noch haben. Am besten ich resette das Rätsel nochmal. Besser ist das. Ich überlege gerade, also wie das gehen könnte. Den Schalter ist ja schon gedrückt jetzt, oder muss ich nochmal drücken? Den muss ich nochmal drücken. Ist wahrscheinlich notwendig, schätze ich mal. Hä? Oh, ist doch schon gedrückt, okay. Dann. Es sah so ungedrückt aus, oder? Komm, spring nochmal, Reed. Zeig mal, was in der Allee du bist. Goddammit. Ich denke mal, das habe ich schon richtig gemacht, den Schalter zu drücken, aber zum Schalter hinzugehen nochmal bringt mir ja nichts. Also welchen muss ich jetzt nehmen, den linken oder den rechten? Ich versuche nochmal den hier. Ich muss jetzt ja nach und nach versuchen, ob der eine oder der andere richtig ist. Jetzt kann ich ja von hier eigentlich nur darauf steigen. Und von hier aus könnte ich jetzt auf den steigen, aber das bringt mir ja nichts. Soll ich das zurückfahren? Also für zweimal zurückfahren? Nee, das kann ich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das so komisch konvolut ist, dass ich immer hin und her fahren soll. Oder es ist so. Wow. Okay. Ich muss wirklich sehr oft hin und her fahren. What the fuck ist das denn? Was ist das für eine Ausgeburt der Hölle, ey? Das sieht aus, wie hast du verstrahlt oder sowas. Das sieht aus wie ein Boss, das ist selbig, man. Wir hatten ja keinen grünen Kristall, ne? Wenn ich sterbe, dann muss ich. Dann muss ich das alles normal machen. Also diesen. Dieses Rätsel. Wir sind nicht voll geheilt. TP haben wir noch fast voll. Also ein kleines Essen für HP reicht. Am besten irgendwas, was keine Sachen verbraucht, die wir brauchen für Curry. Davon ist glaube ich nichts im Curry drin. Okay, mein Hübscher. Der war schnell was casten. Dachte ich mir, dass es so ein fetter Caster ist. Ich versuch's auch den zu belagern, dass er nichts castet. Nein, angreifen. Oh, ist das geschafft. Er macht einen Cyclone. Oh, wir haben gerade irgendwas voll. Ich kann gar nichts machen, weil diese blöden kleinen Dinger mich angreifen die ganze Zeit. Rem! Oh, wir sind mal Rem, cool. Jetzt werde ich mit mir irgendwas voll. Deswegen. Oh, Rem haltet jetzt einmal voll. Okay. Joa, gut. Das ist nur ein Vollheiler, die macht ja Sinn, ne? Bei den ganzen Waren. Das belagert ihn. Tut die ganze Zeit nichts anderes, als zu casten oder was. Okay. Ich glaube, sobald seine komischen Freunde tot sind, ist er keine Gefahr mehr. Alter, der macht so viel Schaden! Au! Der macht auch ganz gut Schaden. Aber wir haben es geschafft. Uralter bringt die Erfahrung. Ja, da werden wir schon ein paar Level steigen. Wenn wir jetzt mehrere von kommen, pro Pillar oder so einer, könnt ihr mir vorstellen. Okay, das war jetzt gerade der Windcramel. Deswegen 6 Pillars. Okay, wir müssen alle von den Grundcreator-Cramels hier einbauen. Ja, okay. Das macht Sinn. Gut, dann machen wir nach jedem von diesen Dingern mal so ein Curry-Ding, ne? Das müsste zur Heilung reichen. Gut, einen haben wir. Pillar Nummer 2. Incoming.
Wieder so ein komischer arabischer Durchgang. Warum? Okay. Ah, Ringe was. Nee, Ringe? Nee. Hä? Ah, ich verstehe, glaube ich. Wir müssen das Licht tragen, oder? Und die Wand runter machen, wenn es drauf ankommt. Seht ihr? Ah, okay, das ist einfacher. Das ist eine lustige Idee. Was hatten wir noch? Warum fliegt ihr denn jetzt dahin? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Nochmal. Nee, das wird so nicht funktionieren. Kann ich hier immer. Ach, ich kann die Dinger verschieben. Ah, ich sehe schon. Auf dem Boden sind solche komischen. Ne? Rillen, dass man weiß, dass man die verschieben kann. Ich krieg's gar nicht so wirklich geschissen. Soll ich da drauf schießen? Nee. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die über den Boden schieben müssen, die Dinger. Aber ich weiß gerade nicht wie. Ach komm, Spiel. Warum ist es so kryptisch? Was mache ich falsch? Ist meine Vorstellung davon jetzt falsch? Oder. Ich muss das komische Licht fliehen, damit man die bedienen kann, weil das ein Timing-Ding ist. Ich weiß es nicht. Nochmal. Also der. Da lobe ich die Idee erst, dann ist es wieder so kryptisch. Schrecklich. Also der. So, jetzt ganz schnell. Ah, siehst du, es geht. Oh, das ist noch Timing-based. Oh, ich hasse es jetzt schon. Gut, die Schalter funktionieren also nur, wenn das Rätsel am Laufen ist. Und ich muss dann timing-technisch genau im richtigen Moment umschieben. Oh Gott, gut, dass man hier, wenn man hier angegriffen werden würde, ne? Ich würde fuchsteufelswild werden. Das hat fast nicht geklappt, weil ich da jetzt so schnell war, aber hat doch gereicht. Ja, was jetzt? Den hier? Nein! Oh, ich hatte es fast. Aber ich habe den zu früh gemacht? Nee, ich muss ihn zweimal machen, oder? Wie süß. Nee, ich muss ihn erst draufknallen. Ah, ich muss das Licht erst draufknallen lassen und dann erst den Schalter drücken. Warum muss das Spiel im letzten Dungeon mit so vielen Rätseln aufwarten? Ist ja schlimm. Ich hoffe, ich schaff's jetzt. Sonst nervt es mich irgendwann auch ein bisschen. So. Jetzt. Nein, das war ein bisschen zu früh. Nee, doch nicht. Oh, also eigentlich war es nicht zu schlimm, aber es war zu früh. Das war auf jeden Fall fürs Spiel auf jeden Fall zu früh jetzt. Wo die Lichtkugel eigentlich auch drin geflogen ist, aber. Ach komm. Wand runter. Ich will jetzt möglichst viele Pillars schaffen in einer Folge. Ich sagte, ich will jetzt nicht mehr so ganz so viele Folgen hier. Ich will mal fabrizieren. Das soll schon ein bisschen vorangehen. Ach, das hat gereicht gut. Okay, jedes Mal so ein Boy, ja? Na komm her. Auch der macht anscheinend nur Casterei. Ja, macht er. Das Beste, was ich machen kann, ist also das Bedrängen. Und hoffen, dass die Verbündeten von mir möglichst schnell diese Grave Troops töten, bevor die in den Rücken fallen. Schön. Kann ich sparsam sein, schnell alles raushauen, was wir können und machen. Dieses wundervolle Ray-Geräusch. Ja, lass ihn einfach gar nicht zur Ruhe kommen, so muss es aussehen. Ja, nice. Okay. Das müssen wir jetzt wahrscheinlich jetzt ja bei jedem scheiß Bereich machen. Ne? Hier ist mal so ein komischer Typ, der die ganze Zeit nur castet.
Ich glaube, wenn ich den am Anfang in Ruhe lassen würde, ne? Und der würde jetzt seine dicken Spells machen, der würde uns zerreißen. Nach vorne rennen ist, glaube ich, schon die richtige Taktik. So, Ifritz. Der alte Ifritz. Nächste. Steine, ich sehe Löcher. Ich sehe aber nur ein Loch und drei Steine. Kann ich die schieben? Ja. Ah, okay. Die rutschen aber. Das heißt, ich muss die Steine so positionieren, dass der eine letzte reingeht dann, wenn nur einer reinkommt. Könnte ich das hier schon verbaut haben mit dem ersten Schieber, den ich gemacht habe. Wäre nicht undenkbar. Ja, ich kann sie nämlich nicht mehr rausschieben aus den Ecken. Also weißt du, ich resette das einmal und denke nochmal genau nach. Also der in die Ecke, der schon ganz gut, glaube ich. Also die Ecke in Anführungsstrichen, also da oben in die Säule, dann eben die Säule hier. Jetzt den da unterzuschieben, dann würde ich ihn ja komplett reinblockieren, ne, den anderen. Wäre das gut? Bin wieder unsicher. Ich mach's einfach mal. Ich könnte es auch so machen. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, jetzt reinzuschieben, aber ich habe keine Ahnung. Jetzt muss ich ja nach oben, oder? Ich denke mal, ich muss die Säulen einfach mitnehmen. Das Spiel sagt mir ja schon ein bisschen vor, nimm die Säulen mit, oder? Und ich will ja auf die... Warte mal. Ach. Ich soll alle reinbringen, oder? Alle Steine, kann das sein? Ja, guck mal. Ich soll nicht eher die Steine positionieren, damit sie zusammen reingeht, sondern ich soll alle Steine da reinwerfen, einzeln. Und dann muss ich ja halt die ganzen Säulen für nutzen. So ist das gedacht. Alles klar. Dann ist es auch ehrlich gesagt ein bisschen einfacher, weil ich dann ja nicht vorplanen muss, wie ich die anderen positioniere. Ja, jetzt ist ja eigentlich schon derselbe Weg, oder? Wie gerade eben. Sehe ich das richtig oder irre ich mich da? Ne, ist doch derselbe Weg jetzt. Ja, ist derselbe Weg. Das war nur der Anfang ein bisschen anders, der Rest ist jetzt gleich. Jetzt muss ich nur mal gucken, weil der ist natürlich ganz anders positioniert. Ne, ist sogar einfacher. Sieht man, guck mal hier. Hoch, rechts und dann hoch. Okay, gut. Geschafft. Nice. Sicherheitshalber noch irgendwas zu essen. Das erreicht mal ein Fruchtcocktail oder sowas. Und hier so ein Sweet Parfait. Da ist unser Wasserfreund. Der hübsche. Sehr schöner Spell. Gute Wahl. Ah, Spellett. Oh, Meredith hat auch irgendwas voll. Mach ruhig, Meredith. Nicht so sparsam sein. Alter, diese blöden kleinen Viecher da am Boden. Ja, Meredith? Nein, nicht Heal. Heal ist auch gut, aber mach dein... Es ist der Max wieder weg, deswegen, ja. Ich weiß auch nicht warum, aber... Schade, ich hätte gerne gesehen, was sie voll hat. Ich glaube, sie hat gerade Volt... Nee, das ist nicht Volt, oder? Wenn das Volt wäre, dann mach ihn bitte. Dann block ich jetzt aber... Ja! Wir sehen Volt! Awesome. Ich habe mich gerade doch schon mal gesehen haben, kann gerade bekannt vor. Kann sein, dass ich vergessen habe. Ich bin trotzdem froh, nochmal Volt gesehen zu haben. Auch eine gute Wahl gegen Wasser wahrscheinlich. Das Dorsch ist ein bisschen nervig, es war ziemlich stark das Spell, weil der Gegner festhält und gut Schaden macht. Aber ich kann derzeit halt nichts machen. Ich kann nur abwarten, bis er vorbei ist. Geschafft, schön. Level up. Ja, bei der Erfahrung kein Wunder. New Skill. Wir haben sogar noch einen neuen Skill gelernt.
Und wie die Kramage zeigt. Kann ich wieder mal fringen? Ja, könnte ich auch schon wieder mal. Mental Supply. Klingt wie mehr TP oder irgendwie sowas. TP wiederkriegen durch Kills, so ein Blödsinn. Ne, man kriegt TP wieder, wenn man Schaden bekommt. Das ist ganz nett. Gibt man die oft genug. So. Ja, ich guck mal irgendwas, was ein S, was hauptsächlich HP macht, oder? Wenn halt nicht die guten Zutaten verbraucht. Ein Hamburger reicht da völlig aus. So. Skills. Ich habe einen neuen Skill gelernt. Ich wüsste gerne was. Rising Phoenix, oder? Das wäre der einzige, den wir noch nicht hatten, oder? Also wurde jetzt auch schon wieder Omega Seal dabei. Mega Demon Chaos hatten wir das schon. Mega Demon Chaos, den Namen. Ja klar, das benutze ich ja, um nach vorne zu gehen, stimmt, klar. Thrust into the air, shower in flames. Nein. Was habe ich gesagt? Ja, da habe ich immer Sonic gelernt, damit ich schießen kann, genau. Sonic Chaos, glaube ich. Ja. Den will ich jetzt den neuen Up-Move mal benutzen. So, Undine. Undine! So, und zur Nummer 4. Was ein optimaler Fall, wenn es weiter so gut läuft, schaffen wir die ganzen Scheiß-Säulen. Ich weiß nicht, was danach noch kommt. Ich hoffe, dass der Dungeon nicht irgendwie ewig lang ist, wenn er schon diese ganzen einzelnen Säulenräume jetzt hat. Würde ich lieber ein bisschen kürzer erleben, aber man weiß, was danach noch alles kommt. Ne? Oh Gott, was ist hier schon wieder? Da oben ist ein Monster. Ausführen mich. Ja, machen wir die Platte. Das war der Phoenix. Eigentlich gar nicht so schlecht, aber nicht wirklich ein Angriff nach oben, muss ich sagen. Aber es ist schon okay. Ich hoffe auch mal, dass wir nicht mehr so viele fliehende Gegner erleben. Da wünsche ich fast schon, ich hätte den Unterschied zwischen nach hinten und nach vorne drücken. Und das durch einen Move mehr. Dann würde ich ihn nach hinten machen oder so. Ja, nach hinten. Aber Rising Phoenix sieht episch aus, das wird wahrscheinlich auch einigermaßen stark sein, hoffe ich einfach mal. Oh, ein Elixier, siehst du? Hab ich da noch eins bekommen. Das fühlt sich gerade nicht wirklich wie ein Rätsel an, sondern einfach nur, dass ich halt irgendwie da hinkomme. Und dabei hin und wieder halt Kämpfe machen muss. Schöner. Combo mit. Insekt, so sagt seine Arme dann auch nicht, ne? Können wir laufen. Ich hoffe, dass es so ist, wie ich denke, dass ich einfach rumlaufen kann. Wenn nicht, dann bin ich der Blöde, ne? Ich weiß nicht, ob das in der Regel folgt. Keine Ahnung. Ob man irgendwie jetzt immer links. Das könnte sein, dass man immer nur in eine Richtung kann. Also entweder nach vorne oder zur Seite. Oder halt zurück. Keine Ahnung. Das soll ich vorstellen. Macht dieses Hotenke wirklich so wenig Schaden, wie ich gerade gesehen habe? Ich mache generell nicht viel Schaden gegen diese Gegner schalten. Hier habe ich den Arm-Move wieder rein. Also, irgendwie sah es gerade am extrem wenig Schaden aus. Ich scheine generell viel Abwehr zu haben, aber das war gerade teilweise einsinnig, die ich da gesehen habe. Liegt vielleicht an den Gegnern, aber ich nehme es wieder raus. Wie gesagt, würde der Move, wenn ich einen Move mehr haben, also wenn ich auch nach hinten anders machen könnte als nach vorne, da würde ich den behalten, den Phoenix, aber so ist es, glaube ich, besser. Den Angriff von letzter zu nehmen, das war, glaube ich, der hier, ne? Ja. Aber was will ich eigentlich mit Omega Tempest Strike machen? Ich mochte ja eigentlich immer den Tempest Strike, wenn der Omega Tempest Strike geiler ist. Nehmen wir mal mit.
Ja, ich glaube, es ist die Regel, die ich gerade genannt habe. Ja, das war gar nicht so schwierig. Das war kaum Rätsel. Das ist einfach immer nur hin und her. Du kannst immer noch links nach vorne oder rechts nach vorne. So, ja. Oh nein, nein, nein. Ich muss ja zum Boss hin, Idiot. Nicht casten, nein. Keiner möchte das. Ja, das ist der bessere Tempest-Strike, den finde ich ganz cool. Mit größerem Effektradius. Distortion! Komm, 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 komm. Warning of Force! Warning of Force! Na, kriegst du schön? Warning of Force! Absolute! Ich weiß nicht, ob Distortion auf alle Gegner funktioniert oder auf den Bosse. Ich meine, ich habe gerade ein bisschen darüber nachgedacht, ob es nicht besser wäre, Distortion rauszunehmen, weil mich das so behindert beim Angreifen. Auf der anderen Seite könnte man bei starken Bossen sagen, dass es ganz cool wäre, wenn der Gegner kurz aus dem Spiel ist und ich dann heilen kann. Ne? So, Gnome. Mr. Gnome wie Gnome. Schön, wir brauchen nur noch zwei Stück. Ja, das schaffen wir, glaube ich. In einer Folge, super. Läuft echt ganz gut bisher. Ich kann mich nicht beschweren. Was ist das hier? Ich versuche erstmal gerade durchzusteigen, was ich hier tun soll. Kann ich die schieben? Ja. Soll ich ihm was zusammenbringen oder was? Ich bin gerade überrascht, dass beim Eis nichts rutscht. Beim Wasser hat alles Mögliche gerutscht, beim Eis nicht. Ich hab nicht auf dieses Symbol hier drauf mir irgendwas sagen soll. Oder das einfach nur random ist. Also bei allen hatte ich bisher eine kleine Vorstellung von dem, was ich machen sollte. Hier gerade überhaupt nicht. Ich könnte sie überall hinschieben, was bringt mir das gar nichts. Hat bestimmt jetzt ein bisschen komischen Struktur hier zu tun, aber ich kann Feuer oder Eis-Ding. Ah, okay. Der Ring. Ich darf den Ring nicht so oft vergessen. Ah, ich soll wahrscheinlich die Roten in das Rote reinwerfen. Moment. Oh nein, das ist side-based. Das sieht der gar nicht. Moment. Moment mal eben. Oh, ich kann es nicht weiterschieben, so. Ja, und nun? Wenn ich jetzt nochmal das anmache. Jetzt geht es nicht mehr an. Willst du mich verarschen? Hä? Was soll das denn jetzt? Moment. Darfst du nicht draufstehen, damit das nicht an... Hä? Ich hab's doch gerade eben angemacht. Ich habe keine Ahnung. Muss ich jetzt den ganzen Raum resetten deswegen, oder was? Ich schätze mal. Wie doof ist das denn? Okay, warte mal, dann. Ich schätze einfach mal, dass ich alle blauen ins blaue Loch backen muss und alle roten ins rote Loch, ne? Und dass ich halt nur eine gewisse Zeit habe. Was ich bekloppterweise resetten muss, indem ich den Raum verlasse, warum auch immer. Das hätte man einfach anders machen können, aber. Weil ich kann das sowieso vorbereiten jetzt. Deswegen.
Das Dumme ist, ich darf sie nicht zueinander stellen, sonst kann ich sie nachher nicht mehr richtig schieben. Ich muss sie einigermaßen gut schieben können, was diese Lenkung nicht einfach ist. Weil eine Steuerkreuzlenkung und generell eine Lenkung, bei einem, die so gerade ist, ist sehr schwierig, wenn der Bildschirm nicht gerade aufs Feld zeigt, sondern schräg. Wie auch schon öfter erwähnt. Ich schiebe jetzt erstmal alle nahe ran und dann muss ich mal gucken, ob ich da irgendwie reinbuxieren soll, muss, wie auch immer. Oh, da unten ist auch noch ein Weg. Oh shit. Niemals. Das ist viel zu schnell. Ach man. Hä? Ich schaffe niemals alle. Das ist mal ohne Spaß. Spiel, das schaffe ich niemals rechtzeitig. Selbst wenn ich die alle vorpositioniere, schaffe ich das nicht. Weil ich kann nicht von mehreren Seiten reinschieben, oder? Dann blockiert das Spiel nämlich, glaube ich, weil diese... Okay. Ich muss es jetzt versuchen. Also meine einzige Idee wäre jetzt, dass ich die Dinger so positioniere, dass ich sie nur mit einem Schubs reinkriege. Das geht aber nur, wenn ich sie von mehreren Seiten reindrücken kann. Und ich bin mir nicht sicher, ob das möglich ist. Von vorne mit Sicherheit, ja, das weiß ich, aber auch von der Seite. Oder blockiert dann der Kram auf dem Boden, der liegt. Das sind die Eisstücke. So. Ich hoffe, das geht. Das ist ja schrecklich. Ah, die Zeit ist mega knapp dafür. Und ich muss jedes Mal alles neu machen. Heißt, jedes Mal, wenn ich es nicht schaffe, darf ich es nicht einfach neu versuchen, meine ganzen Aufbauerei, sondern ich muss den Raum verlassen und die ganze Aufbauerei nochmal machen. Das wird schrecklich. Blau gibt es immerhin weniger. Trotzdem, also keine Ahnung. Oh, wegen der Steuerung aber auch. Hm. Okay, kurz den Daumen ausruhen, weil das ist so schwierig, die Dinge zu verschieben. Glaubt ihr gar nicht. Okay. Ey, naja, geht nicht. Geht nicht. Ich kann sie da nicht reinschieben von der Seite aus. Der eine ist schon reingefallen, der andere auch. Das wissen wir jetzt aber auch. Wir wissen, was dazugelernt. Oh, jetzt geht das von der Seite, nicht sondern nur von der Seite. Oh, wo soll man das denn wissen? Das kann man fast gar nicht absehen, dass es von der Seite rein muss, von unten nicht geht. Aber wir wissen jetzt, wir können die da so drauf legen, dass sie von vornherein reinfallen. Also die ersten zumindest. Das heißt, ich kann einen roten hier direkt reinfallen lassen. Ich hoffe, die ändern die Farbe nicht. Das wäre schrecklich. Der Löcher. Alter, der blockiert hier bei jedem Scheiß. So, den lasse ich auch direkt reinfallen. Den auch. Das ist natürlich das ätzendste Rätsel bisher. Also Rätsel, also ist ein Rätsel. Also das ätzendste Rätsel bisher. Vor allem in der Lenkung. Ich glaube gar nicht, wie schwer das ist, diese Dinger hier präzise zu schieben. So. Der ist raus. Der ist, glaube ich, jetzt auch raus. Ich hoffe, ja, jetzt auf jeden Fall. So, das heißt, den hier schiebe ich dahinter, damit ich ihn leicht danach reinschieben kann. Und das mache ich jetzt selber, mache ich hier bei denen hier. Sobald der andere drin reinfällt, kann ich hinterher schieben. Ach komm, ein bisschen runter noch. Nein, das war zu viel. So. Das gleiche mit dem blauen, und zwar hier am besten so bei dem, weil da mit dem verstehe ich besser, wie der Zugang gemeint ist. Also jetzt. Schieb. Okay. Okay, es war nicht ganz so schlimm, wenn man es erstmal weiß, aber trotzdem ein bisschen nerviger. Gerade wegen der Steuerung. Boah. Der nächste Boy. Haben wir einigermaßen? Wir haben keine TP mehr. Gut. Dann gucken wir einmal das Curry kommen. Einmal hat leckere Curry, bitte. Rausgekriegt, weil ich ihn gar nicht anvisiere, das ist das Problem. Ich muss ihn anvisieren. Also. Weil ich sonst ganz oft mich automatisch umdrehe und die Waves angreife, also die Wavekeeper. Und das will ich gar nicht. Nein!
Ja, ne, das ist eine gute Idee. Aber killt vielleicht den Wraith bei euch. Die Wraithkeeper, oder? Na egal, der kommt immer hin. Das Geräusch, Alter. Und der dachte, dass das eine gute Idee ist. Das war's. Der nächste ist da. Nur noch einer. Nur noch eine Säule. Alter, die Erfahrung, die man hier kriegt, ist der Wahnsinn. Level 63 sind wir schon. Drei Level schon gestiegen. Eis. Celsius. Ja. Mein Herzenskreml. So. Setzen hier. Wo kommt der letzte? Oh Gott. Ist die mit Timing? Ist die im richtigen Moment irgendwie abschießen muss oder so? Dass sie. Dass wenn sie über den richtigen rüber sind, also der blaue mit dem blauen und so, ich guck mal. Schon mal nix. Nee. Oh, ja, okay, aber sie fallen ziemlich ja, problematisch, sag ich mal. Ich muss also schießen, wenn der gelbe hier ist, weil die um einen verzögert fallen. Zielen, ja, nicht so optimal, ne? Ach, okay, sowas geht's natürlich auch. Ja, komm, ich weiß, dass das geht. Ich weiß, dass das geht. Ja. Okay, das ist jetzt nicht wirklich, das ist eher so ein Geschicklichkeitsding. Das ist wesentlich simpler als das davor alles. Schön. Schön. Easy. Gut, das war schön easy. Nach dem Eisding gerade. Wieso komme ich da jetzt gerade nicht lang? Achso, ich muss unten lang. Das muss ich erstmal erkennen. Ich muss da unten lang. Okay, der letzte von diesen hübschen Boys. Direkt hin zu ihm. Und bedrängen. Meteor Swarm! Ich nehme doch wieder den anderen Hut, glaube ich, rein, weil ich habe Tempest Strike ja immerhin eingebaut in meinen Step-Angriff. Nein, ich caste nicht. Ja, ist gut. Schön und schnur. Was brauchst du? Ja, schön. Level up. Thrust up. Boah, das ist echt so viel Erfahrung, ey. Macht mir fast ein bisschen Angst, dass ich so viel bekomme. Tschüss, Volt. Geschafft. Und da ist der Zugang zu was auch immer. Ja, campen ist okay und dann einmal TP auffüllen. Ein grüner Kristall wäre auch mal irgendwie ganz angenehm. Irgendwie. Aber Hauptsache, das ist gespeichert. Ich muss das nicht wieder machen. Das ist schon mal sehr viel wert. Ui. Ja, und die Folgenlänge ist eigentlich auch optimal. Ich würde sagen, wir machen dann beim nächsten Mal weiter. Wir essen noch eben schnell was für TP. Ich danke euch auf jeden Fall schon mal fürs Zusehen. Und nächstes Mal geht es dann einen Schritt weiter. Ich hoffe nicht mehr allzu viel. So endlos lang muss der letzte Dungeon meines Erachtens auch nicht sein. Und die Säulen haben mir eigentlich schon gereicht. So, dann bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht. Vielleicht sogar bald zu Ende geht mit Tales of Eternia.